Hallo, hier ist wieder euer Weehawk. Ich begrüße euch zurück bei Klügers Delightfully Devilish Dioramas. Da ist ja noch ein Sneetil-Abschnitt. Vielleicht waren ja da die kackbraunen Sterne. Ich habe mein letztes... Ja, da ist tatsächlich einer. Ich habe... Oh, ich habe noch ein extra Leben. Ich habe noch ein extra Leben. Ich habe noch ein extra Leben. Hier ist da ein extra Leben. Hier ist ein extra Leben. Scheiße, das ist schwer zu erreichen. Oh. Was könnte sich der Künstler dabei gedacht haben? Wie hat der Künstler sich das gedacht? Das hat er sich bestimmt nicht so gedacht, oder? Aber ich bin rangekommen. So. Gut, so konnten wir den Part nämlich auch wirklich nicht beginnen. Oh, ich bin wieder hochgekommen. Gut. Wie hoch kommst du, Kleinhawk? So, jetzt gehen wir erstmal hier hin. Oh, shit. So, jetzt muss ich aufpassen. Auch noch energietechnisch. Da sind Münzen, die würde ich mir am liebsten holen. Aber ich sehe erstmal zu... Oh Gott, ich sollte erstmal zusehen, dass ich dieses Mistvieh hier loswerde. Tritt in die Fresse! Oh Gott, ich wollte ja nur in die Fresse treten. Oh, der Strich aber eigentlich egal, oder? Ich bin ihn los. Los, so's. Aber es fehlt da noch immer noch ein kackbrauner Stern, ne? Aber das ist jetzt für den Moment erstmal wieder egal, weil ich habe wieder ein extra Leben. Schwer ercheatet. Nein, 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 doch komm! Dir kann so viel abstrakte Scheiße in diesem Spiel passieren, es ist herrlich. Nein. Na, jetzt bin ich ja auch nur wieder hier. Ich will ja gar nicht hierher. Ich wette, da auf dieser goldenen Platte erscheint der Stern, oder? Es würde mich nicht wundern. So, springen wir jetzt erstmal wieder runter. Und gehen, so Status Quo, sag ich mal, wieder aufs letzte Extra-Leben. Aufs Extra-Leben ist gut, aufs letzte Leben. Wenn ich jetzt nochmal drauf gehe, ist Schicht im Schacht. Wo will ich denn hin? Ja, Energie verlieren ist nicht die Variante, die ich mir erhofft habe, um das jetzt hier anzugehen. Ja, heute geht es nicht so schnell mit dem ersten Stern. Das war aber auch eigentlich nicht zu erwarten. Das sollte ich ignorieren, diese schwarzen Ränder. War das nicht so? Ja, genau. Das war so. Ich wollte nur nochmal ganz sicher gehen. Ist da noch ein Fly Guy? Ah, hier ist da. Richtig, hier war noch was. Genau. Ist das ja. Sind das Grabsteine? Willst du mir damit irgendetwas sagen? Oh, tut mir leid, das ist ja jetzt schon extrem Safe-State-lastig, aber... Oh, das ist... Diese Kastendinger sind gar nicht übel hier, mein lieber Mann. Da musst du dich schon richtig reinhängen. Da hat er in einen normal schaffbaren Hack nochmal kleine Extreme-Variante hier reingebaut. Also zumindest für mich extrem. Weil das sind wirklich keine einfachen Sprünge. Mitunter. Jetzt will ich aber doch mal wissen. Ich hab jetzt mal gesaved, so. Nee, mach nicht hahaha da dran. Das hätte ich jetzt witzig gefunden. Wollte ich nicht 50 Münzen? Warum sollte ich das jetzt tun? Warum sollte ich das tun? Warum hast du da überhaupt eine Münzreihe hingebaut? Jeder, der sich die schnappt. Stirbt doch eigentlich. Warum sollte man die sich holen? Man stirbt nicht zwangsläufig. Dort ist dieser Steg. Dead, 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 dead. Ist die Frage, hast du das für mich so eingebaut? Seymour! Interessant, danke. Oh, komm. Ja, guck mal, wie schön elegant man das steuern kann. Aber er rutscht dann halt trotzdem weiter. Und mir fehlen jetzt echt zwei fucking Münzen für ein extra Leben. Aber egal, ich habe den Stern. Das ist alles, was mich noch interessiert. Stern Nummer 3. Und ihr wart mit dabei. Okay.
Ich will hier nichts mehr. Exit course. Oh Gott, ich werde sowas von drauf gehen. Keine extra Leben mehr. Ich hab keinen Bock mehr. Denn das Wochen des Versagens. Ja, es steht jetzt wohl an. Oh, fucking. Fuck, fuck, hell. In the fuck, fuck, first, fuck, fuck, fucking, fuck, fick, fuck, hell. Fuck. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich verliere nur Zeit. Okay, komm. So wenig Zeit. Safe State, das ist, glaub, das müsste... Ah, das ist machbar. Nicht, wenn ich sofort abrutsche, aber es ist machbar. Das muss jetzt perfekt klappen. Aber dann klappt's. Okay. Zusammen mit dem, was in der ersten Mission, die wir jetzt hier so gelöst haben, passiert ist, ist das ein irre, irrer Safe-State-Schnitt heute. Also wie soll ich denn... Es gibt sicherlich Wege, noch schneller da hochzukommen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich wahnsinnig schnell war, aber ich glaube nicht, dass ich es sehr viel schneller schaffen kann. Ja, geil. Das Problem ist, diese Kiste hier wegzubrechen, schnell genug. Ja, fast. Da hätten wir es fast gehabt. Da hätten wir es fast gehabt. Und jetzt dieser scheiß Rückstoß. Wir hätten es wieder fast gehabt. Oh, jetzt kann ich mir sogar Zeit lassen. Ich habe Zeit, mich zu justieren. Ich bin draufgekommen und das wäre beinahe schief gegangen. Aber wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Simon! Aber das Wort des Versagens gab es trotzdem. Das kann doch nicht sein. Wohl ein Witz. Kein Bob-Omb. Keiner da. Lass mich raten. Der ist irgendwo ganz geschickt versteckt. Und ich soll ihn jetzt ohne Hinweise finden. Oh, bist du ein sadistischer... Hallo, Klügerlord. Ich bin so froh, dass ich Hex von dir spielen kann. Weißt du was? Ich suche jetzt hier jeden Winkel. Jeden Winkel-Lord suche ich jetzt hier ab. Und eins kann ich dir sagen, mein Freund. Ich werde diesen Stern finden. Wo könntest du ihn hingeklebt haben? Unter jede Ecke, unter jeden Winkel, es ist mir so egal. Ich werde ihn finden. Ich werde ihn finden. Und wenn ich alles auf den Kopf stellen muss, ist da eine Münze? Soll die mir etwas... Ist das ein Tipp? Es waren vorher nie gelbe Münzen hier. Da ist eine Nische. Hast du das mit Absicht markiert? Ist die nur, würde ich nie wundern, wenn das im normalen Spiel nicht vorhanden ist und der das einfach nur für mich eingebaut hat, so wie, oh, der findet sie ja eh wieder nicht. Geben wir ihm mal so einen kleinen Tipp. Würde mich nicht wundern. Ah, ich hab Angst. Was? Was? Alter.
Ist das cool. Oh Gott. Das ist echt cool. Das ist wohl wirklich ein Witz. Oh, genau das ist richtig für einen alten Satanisten wie mich. So, wir haben wohl keine andere Wahl mehr. Wir müssen hier durch. Wir können hier durch. Es gibt hier nichts mehr zu tun. Das kann doch nicht sein. Ist da noch ein Schild, was ich nie gelesen habe? Man könnte es grob als Videokollage bezeichnen. Als... Ja, ich wollte mich einmal gewählt ausdrücken in meinem Leben. So. Verliere dein scheiß Leben. Der Scheißstern ist direkt vor deinem Gesicht explodiert. Da du keinen Gesichtsschutz trägst, sind unvermeidbar Bakterien eingedrungen. Die bakteriophobe Tür ist ebenfalls extremst angeekelt und lässt dich passieren, in der Hoffnung, dass du hier nie wieder vorbeikommst. Was hat man davon, wenn man keinen Mundschutz trägt? Ja. So. Oh, Vanish Oxy Action habe ich, aber ich werde vermutlich noch mehr brauchen. Okay. Ich suche Welt 4. Aber vielleicht gibt es gar keine Welt 4. Weil vielleicht ist das ein sehr japanisches Spiel. In Japan wird ja gerne mal die 4 außen vor gelassen, weil das ja eine Unglückszahl ist. Zuerst wird gescheißt. Das ist zwar nicht scheißschwer, doch wer dünner scheißt, hat hinterher mehr. Ja, ich erinnere mich. Peter kocht kannibalistisch, genau. Stimmt. Okay, was haben wir hier? Im Wagen vor mir fährt ein Junge. Er fährt einen Wagen und er scheint 90 zu sein. Ich kenne sie nicht. Ich merke nur, sie fährt allein mit einem Wagen. Im Wagen vor mir fährt ein wilder Stier. Ich muss pissen. Fährt sie zum Rendezvous oder zum Scheißhaus? Ein Schlagersänger auf Frauensuche. Ja, die im Wagen vor mir pups. Ich erinnere mich ich weiß nicht mehr, von wem es war. Im Wagen vor mir fährt Hansi Hintersee. Ja. Hakiniens Wanst. Dinner. Oh shit. Wir sind das Dinner von King Hakinien geworden. Wir sind jetzt bei ihm im Bauch. Rekordspaghetti, Produktionsspaghetti, Drückspaghetti, Düsenspaghetti, Quasi-Spaghetti. War das nicht Quagetti? Aber Spaghetti geht auch. Oh, Banjo-Kazooie. Ah, oh, das ist Clankers Cavern-Musik. Das passt. I'm so hungry, I could eat an Octorok cock. Was haben wir denn hier? Münzen. Wer könnte sie mir vergünsten? Oh, werde ich damit Scheiße besprühen? Nein! Heise Scheiße. Hatten wir das hier? Nee, das hatten wir noch nicht, oder? Lol, vielleicht werden wir es noch nie lesen. Thüringer Klöße, die mag ich sehr. Sie schmecken mir am besten. Ah oh, ja, der Klötenfritz. Nicht Döner, nicht Spaghetti, nein. Ich singe nicht von Spaghetti. Ich singe von nicht Spaghetti. Haha, den Flottel hast du nicht, aber. Lol. Ich freue mich immer sehr über Peter wechselt den Kanal Anspielungen. Das ist einfach... Ist es bis heute noch mein Lieblingspoop? Ich denke ja. Es fällt mir da auch wirklich schwer, eine Nummer 1 festzulegen. Was ich tatsächlich sehr mag, ist auch das Cockkissen von Soßenbinder. Das ist so irre gut. Ach ja. So. Okay. Während im Englischsprachigen habe ich ja wirklich einen Clan-Favorit mit
Hier, Fresh Pins of Blair. Das ist, der ist einfach ungeschlagen. So, okay. Ey, geil! Das hat sogar relativ gut funktioniert. Und auf der anderen Seite ist direkt noch einer. Ich singe nicht von Spaghetti. Nein, ich singe von nicht Spaghetti. Ich singe von Eiern, Salz und Mehl. Mehl, Salz und... Nein, ich werde es nicht zu Ende singen, keine Sorge. Wo gibt's denn eigentlich Dinner hier? Vielleicht muss ich ja doch an den Scheißwolken von King Hakinien vorbei. Oh Gott! Aber das sind Geräusche, die ich auch von mir geben würde, wenn ich in King Hakiniens Bauch wäre. Bitte raus hier! Obwohl, wer wäre nicht gerne Teil eines königlichen Bauches? Eines königlichen Magens? Der königlichen Innereien? So. Ah, das gibt's nicht. Kann ich es mir theoretisch leicht machen und denselben Weg nochmal gehen und dann darüber springen? Oh, das könnte klappen! Ist bestimmt nicht so gewollt von ihm. Ja, das ist mir egal, ich mach das jetzt. Oh, das geht, das geht, das geht. Es geht, es geht. Es geht. Es geht. Was geht? Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht denn, Alter? Wieso habe ich den Stern gesammelt? Von Spaghetti will ich nicht sehen. Ich sammle die Sterne in der falschen Reihenfolge und deswegen klingt das hier... Von Spaghetti will ich nicht singen. Ich singe nicht von Spaghetti. Schön. Da waren extra Leben, weißt du? Und ich sammle als erstes den Stern. Ich hätte vielleicht erstmal versuchen sollen, die extra Leben zu kriegen. Habe ich eigentlich das hier schon gelesen? Bolognese, Käse, Soßen, Bolognese, Soßen, Käse, Niese, Bolognese, Käse und Soßen, Soßen. Und man kriegt so dann mehr Soßen und es ist toll, ich mag Soßen. Kann ich eigentlich hier Wandsprünge auf Doom machen? Rick, ach, das hatten wir, genau. Ich hab's gar nicht probiert, ne? Ich bin dann einfach wieder weggerannt, nachdem ich Rekordspaghetti, Produktionsspaghetti, Drückspaghetti, Düsenspaghetti, Quasi-Spaghetti, Quagetti gelesen habe. Ja, das sind definitiv Wandsprünge. Die getan werden tuten sollten. Auch wenn es gegen die Statuten verstößt. Ha! Du kriegst mich nicht klein. Ich bin schon klein. Aber interessant zu sehen, wie man eigentlich an den Stern hätte kommen können. Ich habe Hunger auf Rippchen, wenn ich das hier sehe übrigens. Das ist... Das ist ganz schön rutschig hier. Oh, Magensäure, hä? Aber da ist noch etwas, was ich mir gerne angucken würde. Aber ich glaube, das muss ich mir beim nächsten Mal dann angucken, ha? Wir werden jetzt dafür nicht mehr die Zeit aufbringen können. Hier ist nämlich was Nettes. Eine Röhre. Muss ich wieder röhren. Aber das ist bestimmt das Nebenlevel. Will ich wirklich mir direkt schon wieder ein Nebenlevel antun? Ja, will ich. Wisst ihr was? Das ist ein perfekter Schlusspunkt. Ich drücke Start. Ich bestätige das jetzt einfach mal tatsächlich. Da sind wir wieder.
Und dann fangen wir einfach in King Hakiniens Magen nochmal ganz von vorne an beim nächsten Mal. Wunderbar. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ja, euer Weehawk. Ja, der Weehawk schaltet jetzt ab. Das hättet ihr nicht gedacht. Ja, das reimt sich nicht, drum mach jetzt die Aufnahme aus. Aus.